Tja, so ist es nun mal. Da kommt man zur deutschen Meisterschaft, man bereitet sich vor, man hat ein Team hinter sich, das einen nach vorne pusht, man macht einen Klassensieg, bam, man macht den Gesamtsieg. Was, also andere, die können nicht mal ihr Leben so bestreiten und du haust hier mal eben zwei Siege raus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, wa? Nee. Träum bestimmt und so und morgen wache ich auf und dann, keine Ahnung. Nein, 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 das Ding kannst du knicken, das ist hier kein Traum, das ist hier die pure Realität. Und die pure Realität besagt einfach nur mal, dass du heute das Ding gerockt hast. Figurklassen, Klassensieg, Einser war das, richtig? Und den Gesamtsieg. Wie geht's weiter? International. Ja, die Voraussetzungen sind auf jeden Fall gegeben. Was sagt denn der Coach? Komm mal her, Coach. Kommt ruhig beide zusammen. Ruhig mal in die Mitte. Coach, unter anderem auch, haben wir letztes Mal, glaube ich, erst drüber gesprochen. Da, so muss das sein. Da warst du selber, glaube ich, gar nicht da. Da haben wir schon gesagt, dass viele Siege auch mittlerweile in den Norden hochgehen. Es wurde heute mal wieder bewiesen. Frage an dich, Markus. Mit der Sandra, war das jetzt hier ein hartes... Vanessa, Entschuldigung, haben wir eben gerade noch. Mit der Vanessa, war das ein hartes Rennen mit ihr? Mit ihr als in der Vorbereitung war das super einfach. Wir haben das nur laufen lassen. Es gibt ja manche Athletinnen oder Athleten, wo man sagt, okay, man muss sich immer wieder mal so eine Strategie einfinden, um den Körper zu schocken. Bei ihr war das nicht so. Sie lief einfach durch und sie war einfach. Sie war, wenn man was sagt, dann läuft es. Es ist einmal gesagt, einmal getan, abgespeichert. Sie ist, wenn ich jeden so hätte, dann wäre das super einfach. Nein, bringt Spaß auch mit den anderen, aber es ist echt Wahnsinn. Und dass das Ergebnis jetzt so ist, hätte nie jemand gedacht, wie unser Ziel war, ins Finale zu kommen und das ist doppelt gut. Also, Edge, Badge. Ja, ist Hammer. Ich kann es ganz gar nicht glauben. Da sage ich dir ganz ehrlich, Vanessa, also wenn du wirklich die Ambition hast, weiterzugehen und wenn Markus das schon so sagt, wenn du so eine Siege abräumst und das mit dir so ein leichtes Spiel ist, ey, dann bleib am Ball. Dann bleib am Ball und du wirst für den deutschen Bodybuilding-Verband auf jeden Fall ein Vorzeigeathletin sein. Ich find's cool auf jeden Fall, weil mit diesem Ding kann man richtig viele Sender empfangen. Musst du heute Abend mal ausprobieren, russische Sender, die werden dir auch nochmal gratulieren. Letzte Frage an dieser Stelle, womit füllst du nachher dein Bäuchlein? Alles, was mir wegkommt. Nach rechts brauchst du jetzt nicht mehr gucken. Ich glaube, du kannst heute alles essen. Der Mann hat nichts mehr zu sagen heute. Der ist raus. Alles. Brötchen am liebsten erstmal. Erstmal ein Brötchen. Dann wollen wir die Vanessa, dann wollen wir mal gucken, dass wir jemanden finden, der ein Brötchen schmiert, damit die Vanessa auch mal was... Und eine Stulle, eine richtig schöne Stulle. Und dann halten wir natürlich unsere Augen auf den internationalen Raum. Wir sind gespannt. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Euch allen natürlich, gerade dem Team oben im Norden, weiterhin viel Erfolg. Das läuft da wie am Stiel. Und ja, ich bin froh. Danke dir. Danke auch. Ja. Danke euch.